Tom ist 5 Monate alt. Weil er gut und sicher schläft, können sich seine Eltern entspannen und die Zeit mit Freunden genießen. Doch wann schläft ein Baby sicher? Als ihr erster Sohn Ben geboren wurde, bekamen seine Eltern andere Ratschläge als heute. Deshalb waren Maja und Andreas nach der Geburt ihres Jüngsten unsicher. Wo sollten sie das Babybett aufstellen? Ins Kinderzimmer oder doch lieber ins Schlafzimmer der Eltern? Der 8-jährige Ben wollte seinen kleinen Bruder gerne bei sich haben. Seine Eltern entschieden aber, das Babybett mit in ihr Schlafzimmer zu nehmen. Unsicher waren sie, ob Thomas im Schlafsack warm genug hat. Verwandte und Freundinnen gaben widersprüchliche Ratschläge. Ja, ich habe schon überlegt, bei Ben hatten wir immer einen Schlafsack und jetzt haben wir halt doch so schöne Decken und Bettwäsche und so von der Schwiegermama noch Geschenke gekriegt. Und da habe ich schon ein bisschen überlegt, aber wir haben doch auch wieder den Schlafsack genommen. Denn Maja hörte im Radio einen Beitrag über den sicheren Babyschlaf. Der bestätigte, in ein Babybett gehören keine Decken und Kissen. Mit ihnen können sich die Kleinen überdecken. Auch Stofftiere, Schaffelle, Nestchen und wasserdichte Unterlagen müssen raus. Durch sie können Babys überhitzen. Das ist sehr gefährlich, es erhöht das Risiko für den plötzlichen Kindstod. Ich habe alles rausgenommen, ne? Gar keine Kuscheltiere mehr, und das tolle Fell, was ich euch geschenkt habe. Auch wenn das nicht allen gefällt, für Maja ist Toms Sicherheit das Wichtigste. Deshalb waren für sie ein paar Dinge immer selbstverständlich. Ja, dass das Schaffell zum Beispiel nicht ins Bett kommt, das haben wir geschenkt gekriegt, aber das benutzen wir zum Krabbeln und zum Spielen und so, aber ich glaube, das wird im Bett wirklich zu warm. Also mit dem Rauchen, das war völlig klar, dass im Haus nicht geraucht wird. Obwohl Andreas raucht, geht er halt nach draußen. Das ist ganz klar. Auch wenn Besuch kommt, die akzeptieren das zum Glück auch ganz gut, dass bei uns zum Haus wirklich nicht geraucht wird. Ein bisschen schwierig war es erst bei meinen Eltern, weil die Kettenraucher sind, mehr oder weniger. Aber auch die gehen gerne nach draußen, weil Rauch für die Kinder einfach, das geht nicht. Dass sie mindestens 6 Monate voll stillen würde, war Maja ebenfalls klar. Denn gestillte Babys sterben seltener am plötzlichen Kindstod. Um das Risiko zu mindern, ist auch wichtig, dass die Kleinen auf dem Rücken schlafen. Guten Tag. Auch mit Toms Kinderarzt hatten Maja und Andreas über den sicheren Babyschlaf gesprochen und bekamen bestätigt, sie tun das Richtige. Für den sicheren Säuglingsschlaf sind folgende Faktoren wichtig. Das Kind sollte im eigenen Bett, im Schlafzimmer der Eltern, in einem Schlafsack auf dem Rücken liegen. Es sollten keine Decken verwendet werden, weil es sich damit überdecken kann. Des Weiteren sollten keine Nestchen gebaut werden oder Lammfelle oder wasserdichte Unterlagen ins Bettchen gebracht werden, weil das zur Überhitzung führen kann und auch das ist ein wesentlicher Risikofaktor für den plötzlichen Kindstod. Maja und Andreas sind erleichtert, ihre Fragen beantwortet. Nun können sie die Zeit mit ihren Freunden genießen, denn nebenan schlummert ihr kleiner Schatz. Friedlich und sicher.